Cool, darauf habe ich mich schon so lange gefreut, auf diese coole Super Money Gun. Was ist das? Slime Bars? Das soll doch einfach keine Anspielung sein, oder? Ich bin doch kein Schleimscheißer, oder? Ich schleim auch hier nicht rum. Achso, heute wird es um Schleimbahn. Achso, und damit recht herzlich willkommen bei Time to Me. Heute möchte ich euch mal Slime Bar vorstellen. So sieht das Ganze aus. Das ist eine Art. Lässt man in die Badewanne und dann kann man darin baden. So eine Art Schleim. Drei Pakete haben wir davon gekauft. Der Kollege Johnny Red mischt schon mal zwei Pakete an. Und in der Zeit, wo er das zusammenmischt, packen wir dieses Paket mal aus und gucken es uns ein bisschen genauer an. Ja. Auspacken ist das Stichwort. Hier oben befindet sich eine Lasche, die machen wir einfach nach oben klappen. Und da drinnen befindet sich denn der Zauberschleim in pulverartiger Form. So sieht das Ganze aus. Schick verpackt, kommt in grün. Und es befindet sich noch eine kleine Bedienungsanleitung. Allerdings auf Englisch. Natürlich werde ich euch den Link unten in die Textbox schreiben. Ist auch gar nicht so teuer, 3 Euro, ich habe ungefähr 7, 8 Euro dafür bezahlt. Ist auch ganz leicht, Wasser rein, Pulver rein und ein bisschen umrühren und warten. Und das Ganze kann dann auch ganz normal mit dem Abfluss runtergespült werden. So sieht das Ganze aus. Ganz easy peasy. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal eine Live-Schaltung in den Tunden, in den Waschraum zu Johnny Red. Oh, hey, was hält dich denn da einfach Mal gucken, ob die Verbindung steht. Johnny? Johnny, kannst du mich hören? Ja, ja, ich kann dich hören. Okay, wie weit bist du denn? Ja, aber ich habe nicht so viel Zeit. Das zweite Paket ist gleich fertig. Das dritte müsstest du jetzt selber machen, ne? Ah, zwei Pakete sind schon fast fertig. Ah, nee, das dritte Paket mache ich. Das habe ich hier noch vor meinen Augen stehen. Das habe ich noch. Kein Problem. Okay, bist du gleich da? In Ordnung, ja. Ich lege jetzt auf. Okay, ciao. Ja, Freunde, dann würde ich mich mal umziehen und dann würde ich mal sagen, mache ich ein kleines Schleimbad. Schleim soll ja bekanntlich gut für die Haut sein. Mal gucken, wie sich das so anfühlt. Wir sehen uns gleich in einem Boardroom, Busroom, Bathroom. Egal, bis gleich. Hier ist das letzte Paket von der Schleimmischung. Ich würde erstmal sagen, ich ziehe mich so weit um und dann mache ich ein kleines Bad. So, sieht gut aus. So, dann werde ich mal die letzte Bademischung reintun. Oh ja! Fühlt sich sehr schleimig an. Cool. Ein sehr komisches Gefühl, muss ich sagen. Und sehr rutschig. Also man sollte echt aufpassen, was man tut. Krass. Wahrscheinlich noch mehr. Richtig schön knibberig.
auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal sowas Ähnliches ausprobiert habt. Es gibt ja auch zum Beispiel blaues Wasser, Knisper, Knaller gibt es auch noch, Bubbleblasen. Würde mich gerne mal dafür interessieren. Die Farbe, ich weiß nicht, ob man das, kommt auch richtig gut zur Geltung. Und richtig schön schleimisch. Ja, Freunde, allzu viel gibt es da nicht zu viel zu erzählen. Deshalb kommen wir gleich zu meinem Fazit. Wir sehen uns gleich in den Showroom. Oh ja, war auf jeden Fall eine ganz nette Erfahrung. Dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Kommt mal mit. Puh, das war eine ganz schön schleimige Angelegenheit. Obwohl, mit Schleimern habe ich das ja genug zu tun. Egal, kommen wir jetzt zu meinem kleinen Fazit. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, ein bisschen schleimiger. Aber ansonsten war es ganz okay. Für den Preis kann man nichts verkehrt machen. Ich glaube, 7 Euro für 3 Pakete, nicht verkehrt bei Amazon. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist natürlich, lässt sich auch ganz gut durch den Abfluss spülen und auch von der Haut lösen. So, Freunde, und ansonsten gibt es da nicht mehr viel zu erzählen drüber. Außer, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen bei Tami Ciao. Ciao. Ich wollte jetzt ein gemütliches Bad nehmen und dir doch die Schweinerei wieder sauber machen. Dieser Charlie muss es wieder sauber machen. Warum bin ich da so bestraft? Nee.